Eine Battlefigur von Dragons. Einige übelst geöffnete und verkleckste Farbdöschen. Ein 1er Rheinmutterpinsel mit stümperhaft zugeschnittenen Pinselhärchen. Ein uraltes abgegriffenes Telefon mit lausiger Reichweite. Ihr wisst, was das heißt. Nämlich Ruby hat telefoniert. Ganz genau, das heißt es, Leutchen. Ganz genau, das heißt es. Ich dachte mir, bevor ich euch die ganze Battle Dragon Sammlung von Spin Master zeige, die ich hier bei mir habe, in Köfferchen, mache ich noch kurz ein Repaint. Nur ich habe mir die ganze Zeit überlegt, boah, was kann ich noch für ein Repaint machen? Ja, und dann kam mir die Zündung überhaupt. Ja, einige von euch wissen es, ich war neulich in einem Laden, habe ein paar Figuren gesucht, unter anderem auch die neue Action-Version von Fleischklops. Und ich war bei meinem Großhändler im Lager und ein Lagerarbeiter hat mir geholfen, die Figur zu suchen. Und ich habe sie aber dann doch gefunden und er meinte, ach das hier, das? Ich dachte immer, das wäre eine Hummel. Hummel, ne? Oh mein Gott. Der dachte tatsächlich, Fleischklops wäre eine Hummel. Ja, eine mutierte Hummel oder was weiß denn ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich mir, oh mein Gott, geh nach Hause, guck die Battle Dragons durch. Wenn du diesen Gronkel doppelt hast, dann mal ihn an. Und ich habe ihn gefunden und ich habe ihn bemalt. Und ihr habt schon gesehen, zumindest die Leute, die in meine Community reinschauen, die wissen das schon. Leute, ihr seid der Hammer. 92 Daumen nach oben. Ich glaube, ich habe noch nie 92 Daumen nach oben gekriegt in der Community. Der Wahnsinn. 20 Leute haben einen Kommentar geschrieben. Und nur damit ihr mal seht, dass ich das auch immer lese. Ja, ich muss unbedingt mal wieder ein Fuck-Video machen, also ein FHQ-Video, wo ich eure ganzen Kommentare beantworte. Ja, das wird kommen. Ich habe nur noch keine Zeit gefunden, das zu machen, aber das kommt definitiv. Ich antworte auf alle eure Kommentare. Das gibt ein Video in mehreren Teilen, definitiv. Ja, ihr habt so wahnsinnig viel geschrieben die letzten Wochen. Das ist total irre, Leute. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ja, und auch vielen lieben Dank für all die Leute, die mir hier unter das Foto von diesem kleinen Battle-Fleischklops geschrieben haben. Mit dabei ganz viele Grüßchen. Erstmal an alle Abonnenten und natürlich hier in diesem Fall ganz besonders an Kleiner Fratz, Petra Raab, Nele, Aioli, Sturmpfeil 2222, Annalena Kamera, Ken TV, Manu Drachenreiter, Wolf ohne Zahn, Resident Evil Gaming Movie Kanal, Bionicle Master Umarak, Olga Karius, was für geile Namen, Asia Mattes, Golden Night Fury, Mini Me, Wolfi 033 und Erik Killer 2008. Ihr habt so geile Namen. Der Hammer. Boah. Und Nele hat zum Beispiel geschrieben, ich hab so gelacht, das hast du nicht gemacht. Doch, Nele, doch, ich hab's gemacht. Ken TV hat geschrieben, er hat wieder telefoniert. Du weißt Bescheid. So geil. Bionicle Master Umarak hat geschrieben, das ist eine sogenannte Drachenhummel. Genial, das war nicht bei mir eingefallen. Genial. Olga Karius hat geschrieben, Fleischbiene. Fleischbiene, das ist der Hammer. Und Kleiner Fratz hat gemeint, Honigklops, auch genial. Leute, geniale Namen für diese Figur hier. Oh, der Hammer. Und ehrlich, das ist, glaube ich, eine meiner lausigsten Repaints, die ich jemals gemacht habe, weil es unfassbar schnell fertig war. So, ich jetzt lange rede, komm hier. Details, ne? Und ja, das hier ist tatsächlich das originale Rupi-Telefon, Rupi-Phone. Das Ding ist so alt, ich brauche echt ein neues.
Aber das ist so mein Bürotelefon, ne? Also, okay. Ja, ihr seht schon, das hier ist der kleine Fleischklops, der ja hat dran glauben müssen. Ich hatte den doppelt. Da gibt es übrigens verschiedene Varianten. Ja, das werde ich euch dann aber zeigen, wenn ich die Reviews zu den ganzen Battle Dragons Boxen mache, die ich habe. Es sind, glaube ich, jetzt die sechste Box habe ich angefangen. Ne? So viele Figuren habe ich mittlerweile. Boah, ich habe mich ja echt gefragt, ob wieder Battle Dragons erscheinen. Ich meine, klar, es gibt jetzt die Mystery Dragons, aber das sind halt keine Battle Dragons, ne? Von dem her. Also das ist die Figur, die ich hier benutzt habe. Die bot sich einfach nur an. Auf den Kommentar hin, ja, ich dachte immer, das wäre eine Hummel. Ja, und schaut ihn euch an. Ich blende hier mal kurz das Bild ein. Ja, so sieht eine richtige Hummel aus, die hier zwischen den Blümchen rumhummelt. Denn ihr wisst ja, eigentlich ist es rein vom biologischen her gar nicht möglich, dass die Hummel fliegen kann, weil die Flügelchen sind viel zu klein für das Gewicht einer Hummel, aber sie kann es trotzdem. Und ähnlich ist es natürlich mit Fleischklops. Jedes Mal, wenn ich Fleischklops anschaue, denke ich mir, wie kann dieser Drachen fliegen? Unmöglich, aber er kann's. Na, das Leben ist magisch, ist tatsächlich so. Okay, ja, welche Farben habe ich benutzt? Ganz einfach, die ich habe. Ich habe nicht wirklich viel. Huch, mein Pinsel rollt auch schon davon. Lausig zugeschnittene Pinselhärchen, damit der Strich ein bisschen feiner wird. Das braucht ihr wirklich. Eins ist zwar, glaube ich, so von den normalen Pinseln mit die kleinste Größe. Es gibt natürlich noch feinere, klarer, aber wenn du nichts anderes hast. Ne? Und ich mache das ja einfach total laienhaft und auch immer nur, wenn ich telefoniere. Ja, wenn ich Ideen brauche, wenn ich kreativ sein muss und telefoniere mit jemandem, dann schnappe ich mir irgendwas und mal's an. Mache ich immer so. So, ich hatte hier leider Gottes nicht alles in Lackfarben oder matte Farben. Ich habe zum Beispiel kein matte Schwarz, ich habe nur dieses glänzende Schwarz. Das ist ein bisschen, ja, verhängnisvoll, aber egal. Ich habe hier ein mattes Weiß genommen, steht hier auch drauf, matt, die Nummer 5. Dann habe ich hier ja ein richtig helles glänzendes Weiß, das ist die Nummer 4. Mit dem habe ich zum Beispiel die Zähnchen von Fleischklops bemalt und den Lichtklecks in den Augen, damit es ein bisschen glänzt. Ja? Das Matt hier habe ich eigentlich für sein Schwänzchen genommen, weil Hummeln, was ihr hier auf dem Bild seht, ich meine, es gibt verschiedene Hummelarten, klar, aber die Hummeln, die jetzt zum Beispiel unter anderem bei uns hier im Schwarzwald rumfliegen, die haben hinten so ein kleines weißes Büschelchen und das passt natürlich perfekt zu dem letzten Schwanzknüppelchen von unserer Fleischklops. Also matt. Dann habe ich auch nur dieses matte Gelb hier gehabt, aber ist ein schönes Gelb, gefällt mir, ist ein bisschen, ist kein so ein grelles Gelb, ne? Ist ein bisschen gesetzt und das gefällt mir sehr gut. Ja, und das ist halt dieser schwarze Lack. Ich habe mir erst überlegt, ob ich anstatt schwarz-braun nehme, aber das Braun, was ich da habe, war nicht dunkel genug. Also schwarz-gelb, wie beim Feuersalamander, dann das Weiß für den Lichtpunkt und die Zähnchen und dieses matte Weiß für den Bürzel hinten, ja, für das Pummelchen. Ja, und hier das Ergebnis, ja. Ihr habt es ja schon auf dem Bild gesehen, was ich in der Community gepostet habe. So sieht das Ganze aus, ne? Übrigens, ich werde hier noch ein paar Abenteuer von diesem Gronkel hier gleich zeigen im Anschluss an das Video. Denn Gronki ist ein bisschen durch die Wohnung geflogen und hat ein paar Sachen besucht. Also von dem her. Ja, mir ist da kein gescheiter Name dazu eingefallen, aber wenn ich dann das von euch lese, Drachenhummel, Fleischbiene oder Honigklops, das ist genial. Das ist genial. Nehmt einfach den Namen, der euch gefällt. Und ihr wisst ja, ich kann nicht repainten. Ja, ich kann zeichnen, ich kann malen, aber ich kann nicht repainten. Deshalb ist es immer alles relativ einfach, auch ohne Verläufe, weil ich keine Airbrush-Pistole habe. Einfach nur ganz grob, ich tue auch nicht grundieren oder sowas. Ich mal's halt drüber, wenn's hält, ist gut, wenn nicht, ja, andere Figur. Wisst ihr, was ich meine? Ja, okay, und hier gleich eines vorweg, ich bin totaler Loser, denn ich habe mich nicht ans Maul getraut. Mir ist es mit dem Maul erst eingefallen, es hätte man eigentlich rosa machen müssen oder irgendwie, keine Ahnung, in einem helleren Rot oder so. Ich hatte das Schwarz schon gemalt und wollte dann nicht auch noch hier im Innenmaulbereich rumklecksen. Dann hätte ich nochmal das Schwarz drüber malen müssen und so weiter und so fort. Ich habe es einfach so gelassen. Das ist so ein helles Braun, was die Figur halt von Grund her hat. Ich habe lediglich die Zähnchen mit diesem ganz hellen Weiß bemalt. Hier oben bin ich auch noch ein bisschen drüber gegangen, hier seitlich natürlich, und die Lichtpunkte in den Pupillen, die habe ich auch mit diesem glänzenden Weiß gesetzt, denn Fleischi hat hier tatsächlich keine Lichtpunkte in der Originalfigur.
Ja, und wenn ich sie schon da habe, habt ihr hier auch noch gleich den Vergleich, wie die beiden Figuren aussehen. Also die Farbe geht wunderbar über die Farben drüber. Da schimmert also überhaupt gar nichts durch. Nur hier hat es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben an dieser Stelle. Bin aber auch nur einmal drüber gegangen, damit man die Details noch sieht. Die kleinen Wärzchen. Weil wenn man zu dick Farbe aufträgt, dann geht es einfach kaputt. Okay, aber wie schon gesagt, es ist ganz einfach gemacht und ich zeige das immer, wenn ich das kann, dann kann das jeder und vielleicht habt ihr ja Spaß an sowas. Jetzt gerade zu Ostern könnt ihr das mit ins Osternestchen legen oder so. Ich würde mich darüber freuen. Ja, normalerweise die Flügelchen sind ja eigentlich eher durchsichtig bei Hummeln oder eher so einen braunstichigen Ton. Ich habe die jetzt einfach hier so gelb gemacht wie die Tigerente, ja. Ganz einfach von dem her. Und ich habe sie auch relativ einfach unterteilt. Einfach zwei gelbe Streifen gemacht, die dann hier bei den Beinchen enden. Ich habe es nicht unten durchgezogen, denn bei den echten Hummeln ist es auch nicht so. Die hören wirklich an der Flanke auf, gehen hier ein bisschen über den Rücken. Und ja, die Öhrchen habe ich auch noch hier gelb gemacht. Habe ich aufgepasst. Die Augen habe ich gelassen, wie sie waren. Habe ich nichts weiter gemacht, außer den Lichtpunkten. Aber ansonsten hier halt aufgepasst, dass ich mit dem Schwarz nicht in die Augen reinpinsle. Das hat einigermaßen geklappt, zum Glück. Dann auch vor allem nicht in das Maul innen, sondern schön am Rand außen bleiben. Die Zunge habe ich überhaupt nicht verändert, habe ich so gelassen, wie sie war. Und ihr seht ja, wo hier die gelben Streifen aufhören. Hier bin ich noch ein bisschen um das Schwänzchen rum hier hinten, aber habe es dann hier den Innenseiten der Beine enden lassen. Ja, dann hier noch dieses weiße Knörzchen, das Schwänzchen und die Flügelchen abgesetzt, das Gelb schön drumherum gemalt, damit da nichts in das Schwarz hier reinläuft. Ich habe übrigens erst das Gelbe bemalt, die gelben Streifen, die gelben Flügelchen und dann bin ich mit dem Schwarz drüber gegangen, damit ich einfach einen sauberen Abschluss kriege. Denn ich glaube, wenn ich mit dem Gelb über Schwarz wäre, hätte man das Schwarz ein bisschen durchblitzen sehen, dann hätte es einen ähnlichen Effekt gehabt wie hier hinten bei den Hübels, wo man einfach die Farbe noch ein bisschen durchsieht. Ja, aber ist egal. Eine Hummel hat ja auch keine rein gelben Striche, darum habe ich es auch so gelassen. Ja, das Gelb bei einer Hummel ist immer ein bisschen durchwachsen durch die unterschiedlich farbigen Härchen. Von dem her passt es doch. Also, die Füßchen habe ich ja natürlich auch noch komplett schwarz gemacht. Ich wollte erst hier die Schwimmhäute rausschneiden, aber ich habe es dann einfach gelassen. Das Telefonat war nicht ganz so lang, von dem her hat es noch gereicht. Ihr wisst ja, wenn ihr die Farben nehmt, die ich hier benutze, immer kurz Wärme geben lassen, wenn die Figur bemalt ist, immer kurz auf die Heizung stellen oder mit dem Föhn drüber oder sowas. Nicht zu lange, nicht, dass die Farbe dann zu trocken wird und abplatzt, aber ihr merkt es dann schon. Ja? In dem Moment, wo nichts mehr klebt, haftet die Farbe zu 100.000%. Also fleischig als Hummel in der neuen Repaint-Bemalung. Nichts Besonderes, nichts Großartiges, aber goldig, wenn ihr es auf eine Blume setzt oder so irgendwie, wenn ihr ein paar Zimmerpflanzen habt und ihr stellt sie auf ein Blatt, sieht lustig aus auf jeden Fall. Drum habe ich jetzt noch ein paar Bilder gemacht, wie die Drachenhummel hier oder die Fleischbiene, Honigklops, ein paar andere Figuren und Plätze besucht und dabei können wir Hummelfleischi nochmal begleiten. Ja, und am Anfang habt ihr es ja schon gesehen, als unsere Drachenhummel dann müde wurde, hat sie sich einfach zum Schaf gesetzt und ist mit eingeschlafen. Gott, ich laber so einen Scheiß. Aber ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, ne? Habe ich es auch mal gezeigt. Und Leute, nochmal vielen lieben Dank für die vielen Daumen und für eure Kommentare und die tollen Ideen. Drachenhummel, Fleischbiene, Honigklops, absolut genial, alles super. Vielleicht habt ihr noch irgendwie so eine Battlefigur übrig oder ein Mini-Dragon, könnt ihr es euch auch so bemalen. Passt schön zu Ostern, vor allem wenn man mehrere von den Viechern hier hat. Ja, ich werde es natürlich auch noch in 360 Grad filmen, natürlich auch im Vergleich zu der unbemalten Figur. Das könnt ihr euch dann nochmal in Ruhe anschauen, ohne meine Finger. Ja Mensch, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Nochmals viele liebe Grüßchen, winke, winke. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay.